Ja, guten Abend, ne? Oder guten Morgen. Je nachdem, wann ihr zuschaut und herzlich willkommen zurück zu Survive. Ja, ist heute auch Halloween, passt ja ganz gut zu Survive. Das Ding habe ich direkt mal eingesteckt. Ja, ihr könnt das als Halloween-Special sehen hier, was wir hier heute machen. Wir müssen ja heute aus dem Gefängnis ausbrechen. Letztes Mal sind wir reingebrochen und haben den Typen über den Haufen geschossen. Er kann einem irgendwo leid tun. Ich habe mich hier noch nicht ausgestattet, weil ich ja nicht weiß, was hier rumliegt. Und ich mir dachte, komm, wir gucken mal gemeinsam hier rum. Die beiden Dinger stecke ich auf jeden Fall mal schon mal ein. Wir finden bestimmt noch was Besseres als eine Magnum. Ich hier gerade echt gar nichts. Ich kriege hier echt gar nichts an Ausrüstung. Ah, zumindest hier ist ein bisschen was drin. Bohrer direkt eingesteckt. Meine gute Diegel. Im Übrigen, wenn ihr mal ein Klingeln nebenbei hört, bedenkt, dass heute Halloween ist bei mir, wo ich gerade hier streame. Das geht für die Twitch-Zuschauer jetzt auch auf, für die YouTube-Zuschauer. Ich hoffe, ich kriege hier noch irgendwo eine anständige Ausrüstung. Als ob meine Tasche schon voll ist. Hey, I never asked you. You have a family? Someone close to you who's still alive? You know, since the first case of infection started over a year ago, almost 7 billion people died. 7 fucking billion people. The dead came back to life and walked the earth with the living. Maybe this is just a nightmare. Maybe nothing is real. You ever thought about it? Fuck. This stuff fucks your brains up. I aimed a gun at my temple more than once. Maybe if I pressed the trigger, I would wake up. But the truth is, I don't have the courage to do it. At least until I've completed my mission. Hier sieht nochmal nach guter Ausrüstung aus. Ja, wenn dann alles nur ein Traum wäre, das wäre schön, ne? Kriegen zumindest noch mal eine Schrott. Die ist auch instant gekauft. Die werde ich aber zuerst aufbrauchen. Oh, lecker Schokoriegel. Und den Kaffee gönne ich mir auch direkt. Ah, lecker. Die war gut. Die sind beide gekauft. Nämlich davon noch ein Magazin mit. Sobald ich eine Diegel finde, tausche ich die sowieso aus.
So, so viel Munition wie möglich. So, mit beiden Waffen bin ich jetzt gut bestückt. Ich meine, das Upgrade war diesmal echt scheiße gelegen. Ja, dafür muss ich nämlich noch mal raus aus der Stadt hier. Was ich nicht alles für Upgrades tue, ne? Also so oder so muss ich erstmal aus dem Knast raus. Und dafür gehen wir zuallererst erstmal nach unten. Eine Ewigkeit später. Laut Karte. Ja, guck mal. Die explosive Shotgun-Muni. Und das beantwortet endlich die Frage, ne? Mit hätte man das einsammeln können, bevor man die Standorte weiß? Nein, hätte man nicht, weil hier waren wir definitiv. Ich überlege gerade. Ach komm, das Visier, das kann ich auch im Zephos noch mal holen. Nom? Nehme ich da mal mit. Dann nehme ich noch ein Gratis-Magazin und dann gehe ich jetzt da die Wand wieder hoch. Jetzt können wir die explosive Shotgun-Muni ja nutzen, ne? Ja. So, bin ich hier richtig? Ja, hier bin ich richtig. Hallo, mein Dickerchen. Wechsel da mal die Hände. Vielleicht geht das mit der rechten ja leichter. Da muss ich rein. Ich hab dich gesehen, keine Sorge. Ach, mach ich so. Du hast einen Helm. Da brauche ich diesen Code jetzt, ne? Jetzt muss ich nur den Eingang finden. Ich habe das gesehen. Das ist wieder so ein fetter Polizeizombie. Die Frage ist, wo ich reinkomme. Helga, weißt du zufällig, wie ich da reinkomme? Ich helfe dir gerade mit leichten Schlägen auf den Hinterkopf auf die Sprünge.
dem Gefängnisbus definitiv nicht. Ja, gibt nur den Gefängnisbus. Also muss ich den irgendwie aufbekommen. Vielleicht kann ich ja hinten aufmachen. Ja, kann ich. Der Gefängnisbus war es einfach die ganze Zeit. Mach mal hinter mir zu. Muss Nase kratzen. Ganz schlimm. Okay, you're there. Now enter the police district and find the armory. Look for a room with an armored door or something similar. There must be a keyboard on it for entering the unlock code. You will find several armored walkers in there. Be careful. So, ich suche einen gepanzerten Raum. Oder wie? Warte mal, die Karte gibt mir doch bestimmt einen Hinweis. Nee, ein Scheißdreck. Aber es scheint hier nicht wirklich eine zweite Etage zu haben. Ich würde mal sagen, über mir? Waren wesentlich mehr draußen, als ich jetzt gerade hier drin sehe. Ich gucke ja sogar in die Räume. Bist du denn hier reingekommen? Oh, lecker Donuts. Hier geht's höher. Hab dich gehört? Wo mache ich die Tür überhaupt auf? Ich muss offenbar nach oben. Irgendwie ist das Polizeipräsidium, also das normale, echt unbeeindruckend. Evidence Room, Beweismittel. Ich wollte mir die Beweismittel angucken. Waren bestimmt erdrückend. Armory, da haben wir es doch.
Und ich glaube, geklärt habe ich hier jetzt. Ab ihn. Keypad locked. Shit. The emergency lock must have set in as an emergency measure. Look for the room with the electrical panel. You have to unlock the door. I hope everything still works. Otherwise, we're fucked. Completely fucked. Jetzt muss ich den Knopf da unten drücken. Natürlich jetzt erst. Ich lasse die Tür hier einfach offen. Wird schon passen. Ich meine, ich habe ja eh schon alles umgebracht. Yes, fuck, yes. Now go back to the armory and let's get this fucking explosive. Let's go. Jetzt einfach wieder hoch. Man wird aber auch teilweise echt rumgeschickt. Was mache ich jetzt hier? Now's the moment of truth. Enter the code you found on the key in the director's office. Da war ein Code? Ach, der steht hier drauf. 1337. Och, Paradies. Wetten, hier endet das Kapitel? Allein wenn ich mir die Wände anschaue, weiß ich, dass hier das Kapitel endet. Will ich wenigstens. Ach man, ich wollte bei der die Explosive mal sehen. I knew it, I knew it. Great. Now be careful and handle it carefully. I need you in one piece. Misa, wetten das Kapitel vorbei? Ja. Black Friday, wieso starte ich in dem Teil drin? Also wir nehmen beim nächsten Mal auf jeden Fall die Shotgun mit, ne? Direkt mal gucken, wo ist auf der jetzt das Upgrade? Ah, da oben. Ja, war ja klar. Die muss ich sowieso mitnehmen. Was ist denn in den Schränken drin? Boah, richtig geiler Stuff. Alter, ich werde bei dem Kapitel ja wirklich überschüttet. Mit guten Sachen. Abgesehen davon, dass ich nichts Explosives bekomme. Ich öffne einmal diese Tür. Copy. Ja, okay. Genau, weil ich das haben will. C4, we need something to detonate it. We have to improvise a detonator with what you can find there in the city. We need an electric connector, digital keypad, and a 9 volts battery for triggering. It won't be easy to get everything, but let's deal with some shit at a time. First, let's find a trigger. There's an electronic components factory nearby. Get there and see if you can find something useful. Map updated. Ich will halt nur wissen, wo wir beim nächsten Mal anfangen müssen. Okay, beim nächsten Mal müssen wir hier in das Gebiet. Passt ja sogar, dann können wir da tatsächlich die Sachen einsammeln. Die beiden Skins, dann haben wir die auch alle. Nehmen dort dann das mit. Equippen können wir uns ja. Ich weiß gar nicht, welche ich dann überhaupt mitnehme. Also ich nehme auf jeden Fall ja eine Shotgun mit. Ich habe ja wirklich alles. Ich krieg noch mal zwei Macheten. Ich krieg Taschenlampen. Ich glaube, da war auch noch irgendwo AKs in einem von den Dingern drin.
Nee, AKs sind und Snipergewehre sind das Einzige, was ich hier drin nicht finde. Aber hey, die Ausrüstung kann sich trotzdem sehen lassen. Also nächstes Kapitel wird wahrscheinlich irre einfach. Vor allen Dingen, wie viel ich hier einfach kriege. Selbst wenn ich im Koop jetzt stallen würde, mit 4 Leuten, wir wären bis an die Zähne bewaffnet. Also diese Waffenkammer hat ihren Namen auch zurecht. Na gut. Ich würde aber trotzdem an der Stelle dann sagen, dass es das jetzt für heute war. Ich hoffe, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. YouTube sage ich an der Stelle mal zuerst ciao. Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Natürlich beim Video. Ein Follow beim Twitch-Kanal eventuell. Ist in der Beschreibung verlinkt. Auch umgekehrt. Und von YouTube verabschiede ich mich als erstes. Euch sage ich mal ciao.